Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde der Runen. Ich bin's wieder, euer Janosch. Ich zeige euch hier den ultimativen Runenfarm-Spot im gesamten Game. Und zwar müsst ihr dazu hier in diese Mogul-Gegend hier runterkommen. Also falls ihr einen genauen Guide haben wollt, wie ihr hier runterkommt, einen Kommi da lassen und dann mache ich euch hier einen ausführlicheren Guide. Denn da müsst ihr auf jeden Fall zumindest in diese Eisgegend hier hinkommen und dann durch so ein Portal und das ist halt alles übelst kompliziert und dann kommt ihr halt erst in diese Gegend hier runter. Genau, unser Ziel hier wird es auf jeden Fall sein, diese ganzen Gegner hier auszuschalten. Sieht auf jeden Fall easy aus, ist es aber gar nicht mal so wirklich. Also wie schon gesagt, ihr solltet hier einigermaßen gutes Gear haben. Denn diese roten Mogule haben es in sich. Und ich sag's euch so, wie es ist, die haben mich hier schon ein paar Mal kalt gemacht. Genau, mit der Attacke da. Die ist übelst ekelhaft. Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, Freunde. Und hier könnt ihr Real Talk pro Run bis zu 100 und wenn nicht sogar 200.000 Runen farmen. Was absolut krank ist. Also wie schon gesagt, das ist hier der beste Spot, wo ihr eure Runen farmen könnt im gesamten Game. Ah gut, auf den hinteren müssen wir aufpassen. So. So, ich mach mal als erstes weg. Denn er ist am gefährlicher. Genau, das meine ich, Freunde. Die Attacke, die kann euch einfach one-hitten. Und da möchte ich natürlich, dass ihr hier aufpasst und die hier nicht euer Runfarm-Erlebnis erschweren. So, die haben wir. Da seht ihr schon, Freunde. Wir haben mit 300.000 angefangen. Jetzt haben wir schon um die 340.000. Und wir haben hier erst die ersten Gegner weggemacht. Was übelst krank ist. Also, wie schon gesagt, ich konnte es selbst nicht glauben, als ich hier unten unterwegs war. Weil diese normalen Gegner hier abzuschlachten, ist ja übelst easy. Und da unten gibt es halt noch mehr von denen. Natürlich gibt es auch welche von diesen roten da, von denen ihr euch jetzt nicht wirklich töten lassen solltet. Da die auf jeden Fall sehr, sehr nervig sind. Okay, mal schauen. Kommen die ran? Gut. Zack. Den haben wir auch. Dann attackieren wir den hier auch nochmal schnell. Zack. Sehr schön. Okay, die haben anscheinend weißes Blut. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr falsch aus. Genau. Und wenn ihr die dann abgeschlachtet habt, Freunde, könnt ihr hier natürlich diese beiden Gegner da abschlachten. Die in der Höhle. Aber ich würde euch empfehlen, ihr geht einfach hier zum Baum hin. Denn hier laufen die auf jeden Fall schon im Kreis herum. Da könnt ihr, falls ihr dasselbe Schwert habt wie ich, einfach den ganz easy Boss machen. Und hier einfach einmal reinbeamen. Mit eurem Schwert. Ups. Okay, wir sind tot. Genau, und hier dann die ganzen Gegner da abschlachten. Gut, das war jetzt hier nicht so geplant, Freunde. Da war ich jetzt ein bisschen greedy, gebe ich zu. Aber ihr wisst schon, wie es dann hier ablaufen wird. Also wie schon gesagt, ihr könnt hier pro Run mindestens 100.000 rausbekommen. Wenn nicht sogar die 200.000, Freunde. Und dann, falls euch das Video hier gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit einem Däumchen. Schreibt mir einen Kommi, falls ihr hier auch schon in der Gegend seid oder falls ihr Hilfe braucht, um hier runter zu gelangen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein. Ciao.